Hallo und willkommen zum fünften Teil der Videoreihe zum Bau des ferngesteuerten Autogyros, dem Minimum V4. Wir werden uns heute den Motorträger, den Akkuhalter und das Fahrwerk vornehmen. Der Motorträger besteht im Wesentlichen aus 3 mm Sperrholzplatten, die miteinander verklebt werden, und noch weiteren Balsa-Elementen, um die Stabilität des Motorträgers zu erhöhen und auch die Positionierung des Motorträgers am Rahmen zu ermöglichen. Ich habe den Motorträger schon angepasst an die Geometrie des Motors, den ich einsetzen möchte, im CAD gezeichnet und für die Fertigung vorbereitet. Wechseln wir also gleich rüber zur Fräsmaschine. Wir fräsen hier mit einem 2 mm Einschneider. Im Fertigungsfeil habe ich auch gleich die Sperrholzplatte für den Akkuträger, den wir im nächsten Schritt aufbauen werden, reingenommen. Jetzt können wir mit dem Aufbau des Motorträgers beginnen. Ich habe mir hier eine kleine Vorrichtung gebastelt, mit der die Teile richtig zueinander positioniert werden können. Jetzt können wir mit dem Verkleben der Teile beginnen. Im nächsten Schritt fräsen wir noch den schrägen Anschlag für den Motorträger, der am hinteren Carbonrohr des Rahmens aufliegt, aus 5 mm Balsaholz. Auch den können wir jetzt mit den Sperrholzteilen des Motorträgers verkleben. Nach dem Trocknen des Holzleims können wir den Motorträger von der Vorrichtung lösen. Zur Versteifung verkleben wir noch eine Balsaholz-Dreikantleiste. Diese allerdings nur auf einer Seite, weil wir sonst Probleme mit der Montage des Motors bekommen. Nach dem erneuten Trocknen können wir nun noch die Kanten der Balsaleiste schleifen und sind damit mit dem Aufbau des Motorträgers fertig. Der Motorträger wird dann von hinten auf den Rahmen geschoben und über die Bohrung mit einer Schraube geklemmt. Im nächsten Schritt gehen wir an die Fertigung des Akkuhalters. Der besteht ebenfalls aus einer 3 mm Sperrholzplatte, Buchen-Vierkantleisten und einem 2 mm Balsabrett. Die Auflageplatte aus 3 mm Sperrholz haben wir ja bereits gefräst. Wir machen uns hier noch an die 2 mm Balsaleiste. Nach dem Anzeichnen der Positionen der Komponenten können wir auch hier mit der Verklebung beginnen.
Nach dem Trocknen kann der Akkuhalter direkt vorne am Rahmen montiert werden. Das Fahrwerk besteht aus den Trägern für das Vorderrad, die aus 1,5 mm Carbonmaterial gefertigt werden, Buchenholzleisten und zwei Carbonrohren, einmal 6x4 mm und einmal 4x3. Ich werde hier für das 6x4 mm Carbonrohr ein Rundrohr einsetzen. Konstruktiv wäre hier ein quadratischer Querschnitt vorgesehen. Wir bereiten hier schon mal die Buchenholzleisten für das Fahrwerk vor. Im nächsten Schritt geht es an das Fräsen der beiden Carbonteile. Das mache ich im Wasserbad, damit der schädliche Staub gebunden wird. Gefräst wird hier mit einem 1,6 mm diamantverzahnten Fräser. Jetzt geht's noch ans Zuschneiden der beiden Carbonrohre. Im letzten Schritt müssen nur noch die beiden Bohrungen für die Montage gebohrt werden. Dafür bohren wir zuerst die Löcher in das 6x4 mm Rohr. Und dann in das positionierte 4x3 mm Rohr. Zum Fixieren der Position der ersten Bohrung nutzen wir eine Schraube und können jetzt noch das letzte Loch bohren. Jetzt nur noch den Grat verschleifen und wir sind bereit für die Montage. Ich nutze die Schrauben hier nur mal für die Positionierung. Die Schrauben in der richtigen Länge muss ich dann erst für den endgültigen Aufbau organisieren. Damit ist auch der Aufbau des vorderen Fahrwerks abgeschlossen. Dieses wird dann einfach von vorne in den Rahmen geschoben. Soviel zu den aktuellen Fortschritten zum Aufbau des Autogyros. Im nächsten Teil werden wir uns die Rotorblätter und die restlichen Komponenten des Rotorkopfes vornehmen. Wenn die Videoreihe für euch interessant ist, freue ich mich, wenn ihr einen Daumen hier lasst und ein Abo, um meinen Kanal zu unterstützen. Und sage für heute danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!